Wie schön ist dieser Lidschatten, aber wie ist er in unsere Hände gekommen? Weltweit sterben 115 Millionen Tiere durch die Hände großer Unternehmen, die ihre Kosmetika an ihnen testen. Testen an Tieren bedeutet nicht zu prüfen, ob eine Creme Allergien auslöst. Es bedeutet, die Tiere Substanzen zu vergiften, die unsere Gesundheit gefährden können. Mutagenität, gentechnisch manipuliert oder Karzinogenität, wo die Zutaten gestellt werden, die Krebs auslösen können. Diese Produkte sind auf dem Markt, aber wer von uns wäre bereit, es zu benutzen? Also, warum verwenden wir es bei Tieren? Mögen Sie immer noch oder diesen Lidschatten? Außerdem sind die meisten Kosmetikprodukte in Plastik verpackt. Die meisten von ihnen landen im Meer und kontaminieren es. Diese halten jahrelang, bis sie kaputt gehen. Während dieses Prozesses stellt Plastik eine Bedrohung für die Lebensgrundlage der Meerestiere dar. 117 Meerestiere nehmen Reste auf. Deshalb bin ich nach Alternativen wie Glas, recycelten Materialien, Karton und anderen gesucht, weil dies eine Preiserhöhung bedeuten würde, die einen viel kleineren Marktsektor abdecken würde. Aber welches Unternehmen wäre schon bereit, weniger Geld zu machen, um die Umwelt zu retten?